So, Leute, willkommen zurück zu Just Cause 2. Ah, nochmal kurz Leiter stellen. So. Und, genau, ich bin wieder da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. So ungefähr zumindest. Und viel ist nicht mehr zum Auskundschaften da. Ich habe jetzt mal gerade geguckt. Ich denke, wir könnten diesen Teil der Umgebung jetzt noch abschließen in der Folge. Wenn wir ein bisschen reinhauen, das sind so ungefähr, ich weiß nicht, so 5, 6 Stützpunkte oder so. Würde ich mal schätzen. Also das können wir schaffen. Gucken wir mal. So, ein bisschen was zerstören hier. Ein Teil ist hier irgendwo noch. Ja, ja, schon klar. Braucht er da immer. Alter. Na komm. Jetzt treffe ich hier nichts. Das haben wir zerstört. Ach da. Ja, den kann man nicht übersehen. Ich bin. Ich habe ein bisschen Schnupfen, ich weiß nicht genau warum, aber die Nase ist irgendwie schon seit Zeiten verstopft. Ich weiß nicht genau warum. Ich hoffe, das haltet ihr aus. Oh, alle Sendenmasten zerstört. Sehr schön. So, und hier müsste noch irgendwo was liegen. Ich schätze mal hier einfach in der Umgebung. Wow. Ich habe das Ding fast erschlagen. Dann 15% fehlen uns hier noch. Also wenn hier oben nichts liegt, müsste ja noch was zum Zerstören da sein in der Nähe. Wenn ich gerade mal so auf die Karte gucke, sehe ich nur diese weißen Punkte, wo wir aber gerade eben schon waren, meine ich. War das doch, ne? Ja. Da ist noch was? Nee, das ist die Straße. Fliegen wir nochmal runter, vielleicht sehen wir noch irgendwo was. Oder da unten? Ne, es ist ein anderes Gebiet. Ja, Das ist natürlich doof jetzt. Dass noch irgendwas fehlt, was wir übersehen oder was ich übersehe. Vor allem, weil die Dinger halt sonst immer genau gleich aufgebaut sind. Und jetzt einmal unterschiedlich sind und ich finde hier halt nichts. Das gehört immer noch zu dem Gebiet hier, also. Ist ja doof jetzt. Ich sag, okay, das können wir locker schaffen, wenn wir uns ein bisschen beeilen und jetzt kommt hier nichts. Weil ich meine, so viel ist das nicht, dass hier noch diese Ecke. Und dann war's das. Also wenn der Sendemast das jetzt nicht gerissen hat, müssen wir vielleicht da erstmal noch woanders gucken. Vielleicht erst was anderes abschließen. Aber der unten, den Generator, den habe ich ja zerstört, ne? Ja, der ist kaputt. Und dahinter ist auch nichts mehr. Ja, das ist jetzt doof. Das ärgert mich gerade irgendwie ein bisschen. Dass jetzt hier so eine Kleinigkeit fehlt. Ich meine, zum Einsammeln scheint es ja nicht zu sein. Sonst wird hier ja mal irgendwann dieser... Das Signal oben links aufleuchten, dass hier was in der Nähe wäre. Ja, genau. Ach. Scorpio. Da unten ist noch irgendwas. Vielleicht gehört das noch dazu. Naja, das ist wieder was anderes, schätze ich mal. Ja. Scheiße. Gucken wir später vielleicht nochmal. Dann gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Vielleicht finden wir das nächste Mal. Man kann sich jetzt ja jederzeit rüberbringen lassen, von daher kein Ding. So, jetzt gucke ich aber mal ganz kurz auf, wenn das hier nicht markiert ist, ob hier noch irgendwo was liegt. Dem scheint aber nicht so. Nicht, dass wir ja noch irgendwas liegen lassen. Dann können wir gleich mal kurz das Rennen machen, wo auch immer wir dann landen. Oh, meine Nase läuft die ganze Zeit. Kaum nehme ich auf, läuft meine Nase. Das ist natürlich super. Naja.
Genau, es kam ja länger jetzt kein Just Cause, so eine Woche oder so. Oder anderthalb, ich weiß nicht ganz genau. Das lag daran, dass natürlich jetzt sehr viel los war in letzter Zeit bei mir. Einmal habe ich, oder vor allen Dingen der Hauptgrund war, dass ich Endless Space, Let's Show, hochgeladen habe, was 12 GB groß war, die größte Datei, die ich jemals hochgeladen hatte, was sich über 5 Tage oder so gestreckt hat, weil ich bedingt durch die Ausbildung jetzt wirklich nur noch abends da war und nur noch abends hochladen konnte. Halt immer die gleiche Datei, immer wieder weiter hochladen. Das funktioniert ja mittlerweile, einfach Upload abbrechen, nächsten Tag wieder anfangen und der startet da, wo man aufgehört hat, wenn das die gleiche Datei bleibt und so. Ist ganz nett, habe ich diesmal ganz gut nutzen können, weil ansonsten hätte ich das wahrscheinlich niemals hochladen können. Weil es einfach sonst zu groß ist, um das in einem Mal hochzuladen. Und andererseits, weil ich nachdem ich jetzt irgendwie zu Hause war oder so, hatte ich jetzt nicht noch die Lust, noch was aufzunehmen. Also da, weiß ich nicht, vielleicht bürgert sich das mit der Zeit ein, dass ich abends irgendwie noch ein bisschen aufnehmen kann dann, wenn ich erstmal so ein bisschen drin bin in der Arbeit. Aber jetzt momentan sieht es eher so aus, dass ich jetzt am Wochenende vielleicht ein bisschen was aufnehme und das dann über die Woche hochlade, wenn ich dann sowieso abends nichts großartig mehr mache, sondern nur noch, ja, irgendwie hochlade, Videos gucke, weiß nicht, irgendwas zocke privat, Skype oder so. Da kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Alter, wie fahre ich denn? So. Ist aber mal richtig. Also, ich denke mal, so wird sich das, ja, schon bei mir so einpendeln ungefähr. Müssen wir mal gucken. Ich denke, Just Cause ist ja sowieso bald vorbei. Ich denke mal, mehr als 5 Parts wird es nicht mehr dauern. Dann, weiß ich nicht, dann wird sowieso irgendein anderes Projekt, das er, ja, ersetzen, was vielleicht sowieso gar nicht so lange zum Hochladen braucht oder länger sogar. Muss man da gucken, wie das dann wird. Aber ich denke, mit Just Cause wird das jetzt erstmal so laufen. Je nachdem, wie lange das noch dauert. Und, ja, genau. Also, das wollte ich nur mal kurz ankündigen. Nicht, dass ihr fragt, was los ist oder so, weil so wenig Videos wieder kommen. Und ich eigentlich versprochen hatte, dass mal wieder ein bisschen mehr kommt. Aber ja, momentan sieht es noch so aus. Wenig Zeit, wenig Lust. Aber wenn ich auch mal Zeit finde, werde ich auch was machen. So, boah, Alter. Geht ja gerade gar nicht, ey. Ist mir auch gerade leid, irgendwie. Aber, egal. Genau, andere Sache. Das, Dota 2 Community Event, was ich letzte Woche mal gestartet hatte, lief soweit ganz gut. Die Folge wird gerade hochgeladen, die ich dabei aufgenommen hatte. Was jetzt nicht unbedingt die Mega-Folge war, zumindest für die Leute, die jetzt mitgemacht hatten. Aber, ich sag mal so, wir hatten danach noch ein paar Runden, die wir im WTF-Mode gespielt haben, also einfach jeder kann alles kaufen, jeder kann alles, jeden Zauber sofort wirken, ohne Cooldown, ohne Mana-Verlust und so. Das hat halt schon ordentlich Bock gemacht, einfach ein bisschen Scheiße zu bauen. Und ich denke mal, auch daraus wird sich das ein bisschen zusammensetzen später. Aber kann man auf jeden Fall gerne wiederholen, werden wir auch, denke ich mal, bald machen. Irgendwie nächste Woche oder so nochmal. Das war einfach eine kleine Ankündigung bei Steam raushauen und vielleicht in einem Video nochmal vorher ankündigen. So mehr oder weniger, also wie bei Just Cause hier, nächste Woche ist irgendwas. So halt eine Ankündigung. Lass dann nochmal ein paar mehr mitmachen. Wir hatten nämlich jetzt 2 Leute dabei. Und eben aus unserer Seite, ich glaube, 3. Ja, 3 passt. Oder? Wie 3? Doch, Alex, Nico und ich waren dabei, stimmt. Und genau. So. Jetzt gehen wir da nochmal kurz hin. Oh, meine Nase läuft, ey. Scheiße. Egal. So. Nicht, weil ich hier jetzt nochmal kurz gucken möchte, sondern, obwohl, ja gut, wenn wir schon hier sind, ne? Was ist denn da unten beispielsweise? Achso, es ist wieder ein anderes Gebiet. Egal, dann mobs ich mir jetzt wenigstens kurz einen Heli, der da ist. Dann haben wir wenigstens noch was davon. Weil dann würde ich eigentlich gerne die anderen Sachen erstmal erkunden, bevor wir jetzt hier uns versuchen, versuchen das Ding zu finden und dann irgendwie doch nur 10 Minuten rumlaufen. Da kann ich das lieber offscreen suchen.
und dann onscreen quasi kurz zeigen, wie ich das einsammle, so in dem Sinne, oder zerstöre, je nachdem. Das macht, glaube ich, dann mehr Sinn für uns alle. Und ja, genau. Ansonsten gibt es relativ wenig Informationen. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Ausbildung angefangen, läuft soweit ganz gut. Also es ist chillig da. Hinreise ist ein bisschen, ein kleines bisschen problematisch, weil ich halt nicht jeden Tag das Auto haben kann von meinen Eltern. Aber mit Auto macht es auf jeden Fall relativ viel Bock. Ist eine geile Strecke zu fahren, mit geiler Musik, gut aufgedreht, macht das schon Bock. Zug und Bus nicht so geil, aber muss man halt durch manchmal. Aber ich denke, ich werde dann doch relativ schnell irgendwie so ein Billigauto holen und dann ja gucken, dass ich irgendwie da Hauptsache hinkomme. Hauptsache der Wagen fährt und hat irgendwie Musik drin. Das wäre schon das Wichtigste eigentlich. Weil, ganz ehrlich, ich habe tatsächlich weniger Bock oder sehr viel weniger Bock auf die Arbeit, wenn ich mit dem Zug und mit dem Bus fahre. Weil es einfach so ein Unterschied ist vom Spaßfaktor her, ob ich jetzt mit dem Auto fahre oder nicht. Dass ich einfach auf Arbeiten auch überhaupt keinen Bock habe, wenn ich schon weiß, dass ich mit Bus vor allen Dingen fahren muss. Zug ist noch in Ordnung, aber Bus finde ich halt mega scheiße. Weil ich halt auch die Leute, die kenne ich halt überhaupt nicht. Ansonsten in Münster, wo ich ja sonst immer bin, kenne ich mich aus. Und hier bin ich halt vollkommen neu. Ich kenne die Leute nicht, alle sind doof. Deswegen habe ich da nicht so Bock drauf. Aber mit Auto ist in Ordnung. Da muss ich die Leute nicht sehen. Ich muss mich nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ansonsten ganz geil. Hab bisher noch wenig zu tun, was man vielleicht auf meiner Facebook-Seite ein bisschen mitbekommt. Was ich da so für Bilder poste, die ich da gezeichnet habe. Weil im Prinzip beschäftige ich mich da momentan, ja, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich mit eigenen Projekten, dass ich einfach selbst irgendwas zeichne oder so. Und das läuft auch soweit ganz gut, wie ihr seht. Hab jetzt mal bisher zwei Bilder gezeichnet, ein drittes angefangen. Ich habe noch ein paar mehr gemacht, die ich aber jetzt nicht gezeigt habe, weil die waren nicht wirklich gezeichnet. Das waren einfach mehr so Lensflares und so, die ich erstellt habe. Einfach so Dinge, die man vielleicht später nochmal braucht für irgendwelche Projekte. Oder andere Dinge, die ich erstellt habe. Sowas wie Pinsel, die ich dann da benutzen kann, also Brushes, die ich mehr oder weniger selbst erstellt habe und dann ja, benutzen kann für die Projekte. Aber im Prinzip läuft das momentan alles relativ, ja, wie sagt man das, in eigener Arbeit ab und macht auf jeden Fall Bock. Ist natürlich auf Dauer ein bisschen öde, wenn die Ideen ausgehen, was könnte ich jetzt zeichnen und so. Vor allen Dingen gezwungenermaßen zeichnen ist halt sowieso immer so eine Sache. Macht halt weniger Bock, wenn man keinen Bock drauf hat. Aber im Prinzip brauche ich nur eine Idee und dann geht das schon wieder. Ich denke, mein drittes Bild, was ich jetzt angefangen hatte, das wollte ich sowieso in der Art und Weise, wie ich das jetzt gemacht habe, sowieso schon mal machen. Da ich jetzt selbst so ein bisschen ja, meinen Horizont erweitert habe, wie ich diese Artworks, die ich mal mache, mit dem schwarzen Vordergrund und dem mit dem Hintergrund, der quasi so diese bunte Atmosphäre zeigt und so, halt den bunten Himmel und in den Tageszeiten und so, die ihr wahrscheinlich kennt, habe ich auch in irgendeiner Just Cause Folge mal gezeigt. Da habe ich jetzt selbst halt ein bisschen über die Zeit halt mit dem Artwork so ein bisschen selber geguckt, wie ich das mache. Ich habe die Sachen selbst gezeichnet, die Silhouetten und Schatten noch hinzugezeichnet, was ich sonst normalerweise nicht mache, und Lichter. Und das sieht schon extrem geil aus eigentlich. Und in dem Sinne werden die Bilder wahrscheinlich auch nochmal besser, wenn ich auch das jetzt auf die nächsten Bilder anwende. Und da kann ich dann auf jeden Fall ja, schon froh sein, dass ich da Zeit dann genutzt habe, um sowas mal auszutesten. Wo ist denn jetzt der Heli? Die sind beide da unten. Lohnt sich eigentlich nicht, die zu zerstören, aber ich komme nicht drum herum eigentlich. Besser ich zerstöre sie jetzt, als wenn sie mich später zerstören. Oder nerven vor allen Dingen. So. Und du auch nochmal. Kann eigentlich nicht so schwer sein. So.
Sind die schon mal weg? Und da oben müsste jetzt das letzte, entweder Drogenabwurf-Ding sein oder der letzte Schädel oder vorletzte. Ne, vorletzte müsste es sein. Oder? Ne, letzte. Gucken wir mal. So, einmal landen. Irgendwo, wo wir auch wieder losfliegen können. Wo brauchen wir den Heli überhaupt? Ich glaube. Nee, im Notfall können wir uns selbst einen bestellen. Gucken wir mal. Und wir haben alle. Und dafür gibt es kein Achievement. Yay, super. Dafür machen wir das doch alles gerne. Für keine Achievements. Egal. Ja, einen. Einen ist gut. Ich habe alle gefunden. Und was kriege ich? Nichts. Ja, ja, ja. Egal. Gucken wir, vielleicht, wenn wir alle Gruppenobjekte eingesammelt haben, kriegen wir dann... Vielleicht kriegen wir dann was. Das wäre schon irgendwie ein bisschen dumm, wenn man da überhaupt nichts bekommt. Zumal diese Chaos- und Geldpunkte, das ist halt auch überhaupt nichts mehr wert. Ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ich habe keine Muni mehr. Das sehe ich jetzt erst. Überraschung. So, runter da. Oder war da oben noch was zum Einsammeln? Ich glaube nicht, ne? Mal kurz gucken oben. Scheint nicht so. Nee. Gut. Achso, mal kurz Muni bestellen. Ausrüstung und MP. So, ja, die wollen wir. Ah. Ich mach mir ganz kurz auf stumm und dann, ja, Moment. So, da bin ich wieder. Ah, meine Güte. Einmal die Nase verstopft und man mit Nasenspray kommt die ganze Soße raus, ey. Das ist super. Freut mich voll. Na egal. Auf jeden Fall, genau. Das war's im Prinzip zu dem Thema. Wir haben jetzt, beziehungsweise, ich hatte ja letzte Woche, weiß ich nicht, irgendwann nochmal angesprochen, dass jetzt mit den Soundtracks so ein bisschen, ein bisschen vorwärts geht. Und ich hatte mich selbst gefragt, ob es Sinn machen würde, die mal schon vorab ein bisschen zu zeigen. Da bräuchte ich natürlich so die das Einverständnis von Fabian. Weil, logischerweise sind seine Sachen. Ich möchte ihn nicht einfach zeigen, wenn er die fürs Spiel vorgesehen hat. Weiß ich nicht, möchte ich ja nicht unbedingt alles vorwegnehmen. Zumal solche Sachen natürlich immer besser ankommen, wenn man überrascht wird. Aber, frag einfach mal in die Runde, ob ihr interessiert wärt, diese Soundtracks mal zu hören. Oder ob ihr euch da selbst lieber überraschen wollt, wenn ihr das RPG-Maker-Spiel selber spielt. Zumal wahrscheinlich nicht jeder das Spiel auch spielen wird. So, weil es ist halt nicht das Ding für jeden. Aber wer interessiert ist und beziehungsweise wer nicht interessiert ist, kann das auch mal schreiben. Einfach mal in die Kommentare so, ob man sich lieber überraschen lässt oder ob ihr euch lieber überraschen lässt. Warum läuft er denn jetzt dauerhaft nach links? Ich drücke doch gar nichts. Jetzt läuft er dauerhaft nach links, obwohl ich nicht drücke. Ja toll, jetzt bin ich tot. Ey, das ist doch behindert. Ich habe nicht A gedrückt. Oder ist die Taste irgendwie reingedrückt? Nee, auch nicht. Ah, egal. Genau, weil ich bin natürlich normalerweise immer der Typ, der sich auch lieber überraschen lässt. Aber es dann doch nicht sein lassen kann, selbst Sachen zu veröffentlichen, habe ich ja beispielsweise bei den Charakteren, die ich gezeichnet hatte, irgendwann mal gezeigt oder den Artworks oder der Story, die ich ja noch ein paar Leuten zeige und so. Also im Prinzip kann ich mich da selbst nie beherrschen, die Sachen versteckt zu lassen. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, werde ich da mal gucken, was man da machen kann. Die alten Soundtracks, die ich ja mal auch auf Heaven Soundtracks gezeigt hatte, die quasi fürs Spiel schon vorgesehen waren, die habe ich ja zum Teil hochgeladen, aber auch zum anderen Teil erstmal, weiß nicht, da bin ich dann später nicht mehr hinterhergekommen, das hochzuladen. Da würde natürlich die Frage auftauchen, wie viele von den Soundtracks ersetze ich denn? Denn so ein ganz, also ein komplett eigener Soundtrack habe ich eigentlich nicht vorzumachen, denn diese alten Super Nintendo Klassiker und so, die hätte ich eigentlich teilweise schon ganz gerne drin, da sie auch ihre Funktion finden und sie sich logischerweise auch vom Sound her anders anhören als die eigens komponierten von Fabian.
Aber ja, ich weiß nicht, da muss ich selbst noch wissen, wie ich das mache. Ich hoffe, dass ich einen guten Ausgleich finde oder eine gute Balance oder wie auch immer. Weil wie gesagt, ich hätte auf beides Bock. Zum einen wäre natürlich so ein eigener Soundtrack extrem geil. Verleiht dem Ganzen nochmal so eine Stärke gegenüber anderen Soundtracks. Aber genau, muss ich mal fragen. Ihr sagt mir ein bisschen mal eure Meinung, wie ihr das finden würdet, wenn ich euch einfach mal so ein paar Sachen zeige. Ich meine, wir haben ja selbst auch erst in Anführungsstrichen nur 6 oder so eigene Lieder, was schon eigentlich eine ganze Menge ist, weil die sind natürlich nicht einfach mal so hingeklatscht und so. Wobei ich natürlich nicht genau weiß, wie Fabian das macht. Ich denke aber mal nicht, dass er sie einfach hinklatscht, weil sie hören sich echt geil an. Aber ich weiß natürlich nicht, was das so für ein Zeitaufwand ist für ihn. Aber ja, müssen wir mal schauen. Mit eurer Meinung könnte ich da dann auf jeden Fall vielleicht mal was machen. Und genau. Den Soundtrack von Endless Space habe ich, glaube ich, auch jetzt mal hochgeladen. Hoffentlich. Den habe ich zumindest hochladen wollen. Wenn ich das bisher noch nicht gemacht habe, werde ich das mal nachholen. Also auch auf Heaven Soundtracks wieder. Logischerweise. Oh. Das war ein chilliger Move, der gar nicht so gewollt war. Achso, genau, und eine andere Sache. Apropos chilliger Move. Ich bin ja jetzt auch komplett mit der Schule fertig. Mit der, mit dem Fachabitur. Ich habe natürlich noch, also ich habe mein Zeugnis und so bekommen. Hatten die Feier. Aber was ich natürlich noch brauche, ist der praktische Teil, den ich bekomme, wenn ich halt die Ausbildung mache. Und was ganz geil ist, ist, dass ich wieder auf die gleiche Schule gehen werde. Heißt also, dass ich weniger Komplikationen haben werde, indem ich mich da einleben musste oder weiß ich nicht, so wie es jetzt da auf der Arbeit war, dass ich halt erstmal gucken muss, wie fahre ich da überhaupt hin oder so. Das ist ja alles geregelt, das habe ich ja schon 2 Jahre lang gemacht. Das ist dann schon ganz nett. Ich kenne die Lehrer zum Teil und all solche Sachen. Da freue ich mich schon extrem drauf, dass ich da dann wirklich auf derselben Schule bleiben kann. Weil ich hätte jetzt keine Lust nochmal auf eine komplett neue zu gehen. Zwar in derselben Stadt, aber wirklich mit komplett neuen Leuten und so. Ich meine, ich bin jetzt natürlich nicht ganz so lange von der Schule weg gewesen. Ich habe jetzt quasi, weiß nicht, 3 Monate oder so Pause gehabt oder 2. Ganz genau weiß ich das nicht. Wo ich wirklich nicht in der Schule war. Kurz hier ausruhen. Und jetzt läuft mein Laser schon wieder. Und im Prinzip gehe ich da ja dann im September schon wieder auf die gleiche wieder. Heißt also, so viel hat sich für mich da nicht geändert. Klar, neue Klasse. Ich kenne halt dann die neuen Leute nicht, schätze ich mal. Oder vielleicht ein paar kenne ich. Weil logischerweise ein paar Leute werden den gleichen Beruf ausüben, wenn sie in der gleichen Fachabiturklasse waren. Aber aus unserer Klasse jetzt direkt gibt es wenige, die nochmal auf dieselbe Schule gehen. Ich glaube, da sind Dave und ich auch schon die einzigen fast. Wobei Dave leider nicht, wahrscheinlich nicht in meine Klasse gehen wird. Oder wir nicht in dieselbe. Um uns mal gleichzustellen. Aber trotz alledem, so ein paar Leute werde ich wiedererkennen, die schon, ja, die halt noch ein Jahr oder 2 da bleiben müssen sowieso. Für ihren normalen Abschluss oder so. Die kenne ich dann natürlich auch noch. Mit denen ich zwar nichts zu tun habe, aber die kenne ich dann zumindest schon. Kann sie einschätzen und alles. Also ja, im Prinzip freue ich mich da doch schon drauf. Wird bestimmt ganz in Ordnung. So, und jetzt wollen wir das Ding zumindest noch kurz abschließen. Da liegt noch was, ich guck mal ganz kurz. Jetzt ruckelt's wieder. Ah, jetzt geht's. So, hier das schnell einsammeln. Wie viel Prozent brauchen wir jetzt noch? 18, okay. Also 3 oder 4 Sachen noch. So, ich habe jetzt das mit den Steam-Karten auch ein bisschen besser verstanden. Da wollte ich auch nochmal fragen, wenn einer von euch so diese Steam-Karten so ein bisschen sammelt, beziehungsweise er ein paar hat, die er nicht braucht, kann er sich natürlich gerne an mich wenden. Oder wenn er welche zum Tauschen hat, weil er sie doppelt hat oder so, bin ich da natürlich immer gerne offen zum Tauschen. Weil im Prinzip diese kompletten Sammelkarten-Decks, die man dann hat, also man kann erstmal selber die Hälfte an Karten ungefähr selber ergattern, wenn man dieses Spiel spielt. Einfach spielt, man braucht keine besonderen Voraussetzungen oder so, man muss nichts erreichen, sondern man muss einfach nur spielen.
Und diese Karten kann man dann quasi tauschen, weil jeder nur die Hälfte an Karten bekommt, wird logischerweise nicht jeder dieses Deck voll bekommen. Und dann kann man die Karten, die man vielleicht doppelt hat, tauschen gegen andere. Und wenn man so ein Deck voll hat, kriegt man erstmal 100 Erfahrungspunkte, was quasi ein ganzes Level-Up ist, meine ich. Und, oder 1000 Erfahrungspunkte, ich weiß es gerade gar nicht. Eins von beiden, 1000 oder 100. Und mit diesen Level-Ups kann man dann quasi wieder neue Sachen machen, also beispielsweise mehr Freunde hinzufügen, was mich schon gefreut hat. Ich kann, glaube ich, jetzt mittlerweile 270 Freunde haben oder 75 statt 250 normalerweise. Was schon ganz cool ist. Heißt also auch da, die Liste wird weniger schnell voll werden. So, ein Teil fehlt uns noch, was ich nicht finde. Hier irgendwo. Aber da ist es nicht, oder? Nee, da drin, okay. Ups. Na komm, schnell rein, bevor ich sterbe. So, 4 Locations noch. Warum denn noch 4? Achso, das Teil noch und die Stadt dann wahrscheinlich, ne? Die 3 Städte, die da oben noch sind. 1, 2, 3, ja. Gut, da ist auch noch was, da ist auch noch was. Das sind die beiden letzten Teile, die wir noch brauchen. Ach komm, die sammeln wir noch schnell ein. Ach warte, jetzt kann ich ja nicht abhauen, ne? Scheiße. Egal, dann lasse ich mich kurz töten. Das machen wir jetzt noch schnell. Ich meine, ich habe jetzt sowieso Zeit. Ich habe gerade Bock, ein bisschen was aufzunehmen. Und ich habe dann über die Zeit, wenn ich wieder arbeite, sowieso nur Zeit, in Anführungsstrichen, was hochzuladen. Also kann ich jetzt auch ein bisschen mehr aufnehmen. Das packe ich jetzt mal alles in eine Folge. Boah, meine Nase schon wieder. Das ist scheiße. Besonders in der Aufnahme. Zumal ich auch nicht die ganze Zeit die Nase hochziehen möchte. Ich habe selber kein Problem damit, aber in der Aufnahme ist es vielleicht nicht so geil. Könnte ich mir vorstellen. So leicht nervig wäre das dann doch für mich. Aber, gut. Warte mal, gehen wir jetzt... Ja, komm, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Diese 15%, da werden wir dann noch finden. Ich habe auch keine Lust, die ganze Aufnahme nochmal durchzugehen und die ganzen Hochzieher rauszuschneiden, aber ich glaube, ich werde nicht drum rumkommen. Ich meine, Zeit habe ich jetzt ja ein bisschen. Ja, werde ich, glaube ich, machen müssen. So, gucken wir mal, ob hier oben was ist. Jetzt müssen wir einfach alles abklappern. Wo diese 85% noch angezeigt werden, wo was sein könnte, theoretisch. Das da hinten wird wahrscheinlich nicht mehr dazugehören. Das gehört wahrscheinlich dazu. Das gehört auch zu dem anderen Zeugs. Da unten eine Flak. So weit abseits, ey. Ihr seid doch alle behindert. Okay, hätten wir das. Ist das bescheuert, ey. Na, wo kann ich? Nicht hier. So. So, geht auch nicht. Oh, ja, weil die mich jetzt verfolgen, oder wie? Die haben mich doch überhaupt nicht gesehen. Da ist noch niemand mehr, da lebt doch keiner. So, jetzt aber. Exfiltration in die Stadt, damit wir zumindest die 3 Sachen nochmal einsammeln können. Das war das. Boah, die ganze Karte abgeschlossen hier fast, ey. Ich bin bescheuert. Was gibt es sonst noch so für Informationen? Ich kann vielleicht noch sagen, dass ich an Battlefield 4 mittlerweile doch ein bisschen mehr interessiert bin als noch vor geraumer Zeit. Weil ich einfach ein bisschen mehr sehe, was es denn mehr kann als Battlefield 3. Dass mich die Änderungen dann doch irgendwie so ein bisschen interessieren. Also zumindest was so den Fortschritt an der Technik angeht und so. Da sieht man dann, wenn man sich damit dann mal tatsächlich ein bisschen beschäftigt und sich so ein paar Videos anguckt, dann merkt man dann doch, dass da mehr hintersteckt als ja bei Battlefield 3. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Boah, hier in der Stadt können wir noch so viel machen. Ich sehe gerade schon allein 3, 4 Sachen, die wir noch machen können. Ich
eben das Teil einsammeln, da haben wir auch alle Drogenabwürfe. Ein Gruppenobjekt fehlt noch, das sammeln wir gleich ein. Erstmal, hier habe ich doch noch gerade was gesehen. Genau da. Da haben wir auch noch was. Ich will jetzt nicht die ganze Stadt machen, aber wenn wir gerade schon hier sind. Ich wollte nämlich eigentlich nur das Teil einsammeln. Diesen Drogenabwurf und die schwarze Kiste gleich noch. So. Genau, und ich wurde nach was gefragt, beziehungsweise ganz kurz. Ich habe jetzt gerade momentan 4498 Abonnenten, was mich sehr freut. Ich bin da doch sehr froh drüber. Vor allem, dass in der letzten Zeit nochmal so viele gestiegen sind. Ich habe gerade mal die 4000 erreicht und jetzt sind schon fast 4500. Also ein riesen Dankeschön an euch. Vor allem auch an die, die jetzt schon so lange durchhalten. Ich meine, ich sehe ja meistens immer die gleichen Kommentare, beziehungsweise die gleichen Leute, die kommentieren. Die ich dann halt auch tatsächlich schon seit Beginn kenne, fast. Ist auf jeden Fall cool, die dann mal wieder zu sehen. Aber auch natürlich den Neueinsteigern. Aber was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass ich gefragt wurde, wie es denn mal mit dem Abonnententreff aussieht. Aber da bin ich nicht so offen für, weil zum einen ist es eigentlich noch eine zu geringe Menge. Ich meine, weil so Leuten wie Albladi oder so, die können sich das leisten, die haben so viele Abonnenten, die haben so eine große Community. Bei mir ist es jetzt nicht so unbedingt der Fall, auch wenn 4500 eine große Zahl ist und auch die Aufrufe auf den Videos, 200 Leute wären schon jede Menge. Aber es wird logischerweise nicht jeder kommen, nicht jeder Zeit, nicht jeder hat irgendwie, weiß ich nicht, Ferien oder nicht jeder wohnt im gleichen Ort. Das ist dann für mich, für so ein paar Leute dann einfach zu viel Aufwand und alles. So, alle Gruppenobjekte und wir bekommen nichts, ey. Ist ja lustig, ey. Na egal. Das Einzige, was es mir bringt, sind diese 100%. Na komm. Egal. So, ja, dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal für jetzt. 30 Minuten reichen dann doch. Genau, wir sehen uns im nächsten Part von Just Cause wieder. Und ja, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.